Damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog hier auf dem Vlog-Kanal. Und ich muss euch was zeigen. Es sind so viele Pakete angekommen. Paket. Steine. Paket. Da hinten liegt noch ein Paket. Ich muss euch alles zeigen. Aber erstmal sieht es ja aus wie Scheiße. Ich werde jetzt mal direkt schnell aufräumen und dann werden wir direkt mal den Dünger ausprobieren. Ich habe heute nämlich ein Paket mit Dünger bekommen und auch mit pH- und dies, das, Ananas. Habt ihr wahrscheinlich schon im Thumbnail gesehen, mein CO2-Tester, oder das kann ich euch jetzt kurz zeigen. Mein CO2-Tester ist nämlich gelb geworden, da ist er. Ja, ihr seht es vielleicht ein bisschen. Oh, moin, hallo Digga, was geht ab bei dir? Der CO2-Test ist gelb geworden. Und zwar direkt nachdem ich das pH- reingekippt habe. Das liegt daran, dass der CO2-Tester anscheinend nicht nur den CO2-Gehalt misst, sondern auch, oder sagen wir mal nicht auch, sondern er misst nicht den CO2-Gehalt, sondern den CO2 im Verhältnis zum pH-Wert. Und CO2 ist gleich geblieben, aber ich habe den pH-Wert gesenkt und dadurch ist das Verhältnis ins Schwanken gekommen und er ist absolut ins Gelbe gesprungen, weil er jetzt sagt, Junge, du bist ein Idiot, du hast zu viel CO2. Und jetzt habe ich CO2-Anlage erstmal ausgemacht und ja, wir werden die Wasserwerte jetzt auf jeden Fall einmal testen. Wir haben nämlich einen Testkoffer, den habe ich seit letzter Woche. Und es kam noch ein Paket an. Warte mal, das müssen wir erstmal kurz auspacken. Ich hoffe, das ist das richtige Paket. So. Die Perspektive kennt ihr ja wahrscheinlich. Das ist hier. Oh, lol. Moin, Digga, was klebst du so? Das ist die Perspektive hier. Oh. Okay, man sollte sich nicht mit der Schere stechen. Macht das anders. Geht sicher mit einer Schere um, Leute. Ne? Bin ich immer ein Vorbild. Oh, ich will wissen, was das für ein Paket ist. Das ist schon das dritte, was heute ankommt. Richtig, richtig nice. Ich hoffe, das ist dieses eine Paket, was ich jetzt noch ausprobieren möchte. Oh shit, ich muss oben auch noch aufmachen. Moin, es ist das Antisilikatmittel. Und das werden wir heute noch in den Filter reinmachen. So, das war jetzt ein Live-Pack-Opening. Das packen wir erstmal, erstmal da unten hin. Und ich würde sagen, jetzt muss ich hier erstmal kurz aufräumen, bevor ich hier irgendwas machen kann. Der Tisch ist nämlich komplett voll, so kann man keine Tests machen. Also Jungs, ich würde sagen, kurze Aufräumsession, dann geht's sofort los. Hier habe ich ein paar Sachen hingestellt und zwar möchte ich euch heute mal die ganzen Wasserzusätze und den Dünger erklären, den ich ab heute verwenden werde. Ich habe nämlich in der ersten Zeit zu wenig bzw. teilhaften Dünger benutzt. Mir fehlte dieser Makro-Dünger. Und zwar ist der dafür zuständig, dass die Pflanzen das Eisen überhaupt aufnehmen können. Also ohne dieses Makro-Zeug hilft mir der andere Dünger so gut wie gar nichts. Gut, das war mein erster Fehler. Der zweite Fehler, ich hatte die ganze Zeit einen pH-Wert von 7,7 und ich glaube nachts, wenn das CO2 aus war, dann ist er angestiegen auf 7,9 ungefähr. Das ist zu viel. Ich würde gerne unter 7 kommen. Deswegen habe ich mir zusätzlich zu dem CO2, habe ich mir jetzt einen Kanister pH- gekauft. Der hier reduziert den pH-Wert, beeinflusst aber auch mein CO2-Dauertest. Habe ich vorhin reingemacht und sofort ging der pH-Wert bis auf 6,5. Also absolut im guten Bereich. Wirklich sehr gut für die Fische. Schön weiches Wasser auch, weil der hat dann auch die Carbonathärte, also KH, hat er auch um 2 reduziert. Allerdings hat jetzt der Dauertest eine gelbliche Färbung, obwohl ich nicht mehr CO2 reingemacht habe. Das liegt daran, dass der Dauertest anscheinend keine reine CO2-Anzeige ist, sondern ein Verhältnis zwischen CO2 und pH-Wert. So, CO2 ist gleich geblieben, pH haben wir gesenkt mit dem Mittel und damit hat der CO2-Test gesagt, hey Digga, da stimmt was nicht, du hast auf einmal voll viel CO2 zu wenig pH. Fand er nicht so geil, hat er direkt gelb gemacht, ist aber okay, ich habe jetzt CO2-Anlage ausgemacht. Und jetzt verschwindet das nach und nach wieder aus dem Wasser und dann werde ich es morgen wieder anmachen und zwar viel weniger. Also pH bleibt so. Und damit werden wir auch gleich beim nächsten Thema. Ich würde gerne den pH-Wert genauso halten. Der wird aber nach 24 Stunden wieder aufs alte Level zurückgehen. Und damit das nicht passiert, muss man Schritt 3 machen. Und das ist dann ungefähr das gleiche wie das, bloß in Langzeitwirkung. Und das sind so eine Granulatsteine. Die werde ich in den Filter mit einsetzen, um das Wasser, also das dauert dann so 2-3 Tage, steht ungefähr, steht drauf, und dann pendelt sich der pH-Wert oder dann hält er den. Man muss den pH-Wert dann nochmal hiermit senken,
Aber dann pendelt der pH-Wert sich auf jeden Fall, also auf den Wert ein und bleibt auch dabei. Weil morgen wäre er wieder auf dem alten Level, der pH-Wert, ohne das Zeug. Jetzt kippen wir das nachher rein und dann sollte es so bleiben. Kommt damit rein, lege ich Hoffnung rein. Und als vierten Schritt und letzten kann man hier halt noch dieses Bindemittel, dieses Antinitrit und Ammonium Zeug reinkippen. Und das sind halt Flüssigbakterien, die die Schadstoffe, also Gift wie Nitrit und Ammonium neutralisieren. Aber kippe ich nicht rein, weil wir haben genug Pflanzen, die das machen, weil die wandeln genauso Nitrit und Ammonium und deswegen brauchen wir das erstmal nicht. Außer ich werde bei den Messergebnissen nachher feststellen, dass es zu viel Nitrit oder so ist, dann werde ich es vielleicht mal benutzen. Aber das ist nur zur Vorsorge, werde ich mir in den Schrank stellen. So viel zu den Wasseraufbereitern. Wenn wir die Wasseraufbereiter fertig haben und auch einen Filter mit drin haben, dann kommt auf jeden Fall der hier mit dazu. Der kommt nämlich auch mit in den Filter. Das ist auch noch ein zusätzlicher Algenbekämpfer, weil ich habe schon eine Messreihe durchgeführt mit diesem JBL-Koffer, den wir hier auch liegen haben. Damit kann man alle möglichen Wasserwerte messen. Und es waren alle Werte eigentlich im guten grünen Bereich, also optimal, bis auf Silikat. Und Silikat ist ein Nährstoff für die Algen. Und ich glaube, ich habe keine Aufnahme gemacht von diesen heftigen Algen. Es waren richtig, richtig viele Algen, Fadenalgen, die durchs ganze Aquarium gequillt sind. Naja, durchs Ganze ist übertrieben, aber... Das heißt nicht JBL. JBL, klar. Das ist JBL. Ja, sorry. Auf jeden Fall wollen wir diese Fadenalgen bekämpfen und die Ursache für die Fadenalgen sind das Silikat. Das ist viel zu hoch gewesen und damit kriegen wir das ein bisschen gesenkt. Eigentlich haben wir diese Steinchen auch schon im Filter, aber die lassen irgendwann von der Wirkung nach, also machen wir einfach neue rein. Und weil wir ja sowieso einen Filter wollen, das wollen wir ja sowieso einen Filter machen, habe ich mir gedacht, ich nehme diese Folge zusammen auf, Wasseraufbereiter, und dazu machen wir das auch gleich noch mit rein. So, ich nehme jetzt erstmal hier den pH-Tester nochmal. Ich habe mir extra hier so ein Gerät gekauft und damit werden wir jetzt kurz mal den aktuellen Wert testen. Guck mal hier, die sind alle schon wieder mega neugierig. Was geht ab, Jungs? Ihr habt doch heute schon Futter bekommen, ne? Ja. Ist der Golden Nugget da? Ja, er ist auch zu Hause. Was geht ab, my boy? Alles cool? So, ich würde sagen, wir schalten dem Gerät einmal an und halten ihn rein und schauen mal, was er uns anzeigt. Schaut mal, er war nämlich vorher bei 7,7 und jetzt mit dem pH-. Okay, vorhin war er bei 6,5. Ja, jetzt guck mal, jetzt ist schon wieder bei 6,9. Wahnsinn, wie das einfach schon wieder gestiegen ist. Da seht ihr mal, wie kurz das nur hält. Also das hat wirklich nur für den Moment gehalten. Jetzt ist er wieder bei 6,9. Also wirklich eine krasse Schwankung. Aber okay, ich muss sagen, ich habe auch CO2 komplett aus. Ne? Könnte auch daran liegen. Auf jeden Fall machen wir jetzt den Filter einmal auf und werden da dann die neuen Materialien reinmachen. Und zwar müssen wir, wenn wir an den Filter ran wollen, muss ich hier die Tür aufmachen. Guck mal, hier habe ich noch Kiesel übrig. Übrigens, wir wollen noch ein zweites Aquarium aufbauen, aber nicht mit den Kieseln, sondern da haben wir noch was geholt. Wird aber in einem neuen Video kommen. Und jetzt seht ihr auch mal meinen Unterschrank. Übrigens, das ist die CO2-Anlage. Unterschrank ist da, ist noch ein bisschen, guckt euch das lieber nicht an, ist ein bisschen Chaos noch. Hier kommt noch eine LED-Steuerung hin, die werde ich morgen von der Post abholen. Die kommt dann hier hin, das Netzteil, ja, und oben Strom, dann haben wir hier, okay, nochmal Strom mit Wasser, ist noch ziemlich suboptimal, sage ich mal. Kommt aber noch eine Trennwand zwischen, keine Angst. Und jetzt müssen wir hier unten an die Filter ran. Ja, ich habe zwei Filter, machen wir kurz auf und da kommt das jetzt rein. Dazu müssen wir als allererstes mal die Filter ausmachen. Zack, jetzt sind die Filter aus. Da oben, es wird ruhig, keine Strömung mehr. Das heißt, Filter sind aus. Heizstab ist auch direkt mit aus. Guck mal, die Fische sind schon wieder ein bisschen verwirrt hier. Die wissen auch nicht, was abgeht. Na Jungs, alles cool bei euch oder was? Ich mache euch das Wasser schön weich, okay? Ja, findet ihr gut, ne? Nice. So, ich würde sagen, dann müssen wir die mal kurz da irgendwie rausholen. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Oh, und in welchen mache ich das rein? In beide? Ich hoffe, das wird nicht zu sehr kleckern hier. Oi. So, komm mal her hier. Dann sperren wir das Ganze mal so und so, damit da gleich kein Wasser rauskommt. Es wird ein bisschen Wasser trotzdem kommen, aber jawohl, das wird nicht so schlimm sein. Ich glaube, ich bräuchte vielleicht doch einen Lappen. Mit Tuch darunter ist besser. Guck mal, ein bisschen tropft es trotzdem. Ich würde sagen, dann nehmen wir uns hier mal den Oleg nehmen wir uns hier mal weg. Hier sind irgendwo Griffe. Guck mal, hier kann man so Griff anfassen. Ist gut diese. Jetzt ist er noch voll mit Wasser, ja. Einmal bitte aufmachen. Also das ist einmal das, was den pH-Wert unten halten soll.
Und diese ist gegen die Algen. Also beide soll rein. Oh, guck mal, hier ist doch, guck mal, hier ist ein Beutel mit drei. Ja, guck mal, Beutel mit drei. Keine Panik auf der Titanic. Beutel, Dana's Silikatex. Das Zeug soll verhindern, dass die Algen wachsen. So, packt man das komplett rein, jo, ne? Ja. Nö, komm, wir füllen das mal kurz um. Das Umfüllen mache ich mal lieber hier oben. Auch wenn ihr mich jetzt gerade wenig seht. Warte, machen wir mal so. So, dann müssen wir so. Das ist nicht das, wonach es aussieht, okay? Okay, dann machen wir dem noch hier oben rauf. Oh, Alter! Alter, hört ihr das? Oh mein Gott! Haben wir das falsch gemacht? Hast du das nicht durchgelesen? Nein. Oh, Junge, Mann! Gerade einfach dauert mit einem Serien, kein Sekal, ein bisschen fern. Im praktischen Füllmedium-Beutel vor der anderen kurz unter fließendem Wasser ausspülen. Okay, wir haben es falsch gemacht, wir hätten es einmal auswaschen sollen. Ich rette das jetzt. Da ist es. Ich glaube, wir müssen gleich noch ein bisschen Wasser wieder auffüllen. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht komplett versaut. Ich denke nicht, dass es so schlimm sein kann jetzt. Ja, hätte ich vielleicht vorher lesen sollen. Aber wir haben es gerettet. Ah, Malheur! So, nehmen wir uns den zweiten Filter. Dann machen wir genau das Gleiche. Einmal, zack, sperren, sperren. Dann kann man ihn rausnehmen. Vorsicht, ja. Okay, alles gut, perfekt. So, zack, zack. Alter, das ist alles gar nicht so einfach mit einer Hand. Okay, was ist da jetzt alles Feines drin? Filtermatte, ne? So eine Wolle. Okay. Und da kommt jetzt der Otto rein. Und der hier ist nämlich für den pH-Senkung. Ich muss bloß kurz mal gucken, wie viel. Und zwar steht hier, je nach gewünschter Stärke des Effekts, 2 bis 5 Gramm des Granulats pro Liter in den Filter einsetzen. Okay, wir haben 500 Gramm. Sind es insgesamt. Und er sagt 5 Gramm pro Liter. 3 bis 5, nee, was stand da? 2 bis 5 Gramm pro Liter. Und wir haben 500. Und wir haben 300 Liter. Also brauchen wir 300 Gramm mindestens. Und wenn wir 2 Gramm nehmen pro, also einfach alles rein. Okay. Wir haben ein kleines Platzproblem. Weil der ist ja überflüssig. Ja, dann müssen wir den anderen nochmal aufmachen. Ja, geh. So, dann schneiden wir den mal kurz auf, kippen das alte weg und da kommt dann das neue rein. Bei Granulat soll man eigentlich erstmal einweichen lassen. Steht da drauf. Habe ich diesmal gelesen. Meinst du, das passt? Ja, voilà. Sollte funktionieren, den legen wir da jetzt rein. Einweichen. Okay, einweichen. Ich weiß aber nicht, wie lange. So, auf der Packung steht, man soll das Ganze ein bisschen einweichen lassen. Also sollte ich ein bisschen mit Wasser vollsaugen, bevor man so Betrieb nimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob man das machen muss, weil im Filter ist ja auch Wasser. Ich würde sagen, wir lassen es einfach mal 10 Minuten so liegen, oder? Von der anderen Seite ist nämlich der Pinöbel nicht. Okay, jetzt hast du irgendwas abgemacht. Ja. Oh, flupp. Ja, genau so. Warte, der hier muss hoch. So. Power, Power. Zack. Okay, ich würde sagen. Ja, moin, da steigt er schon wieder. Na, guck mal, da steigt das Wasser. Oh, da wird gleich so viel Sprudel-Scheiße mit rauskommen. Okay, also ihr dürft euch das Wasser gleich auf jeden Fall nicht angucken. Da kommt gleich so viel Mist mit raus. Oh mein Gott, hör doch auf so zu kleckern. Bruder, man hat sei kettern. Jetzt einmal den öffnen. Und ich würde sagen, Power. Ah, es kommt trotzdem die ganze Scheiße mit durch. Na gut. Tja, das ist beim letzten Mal auch passiert, aber ich würde sagen, ich glaube, das kann man nicht verhindern. Das wird sich in den nächsten 2-3 Stunden wieder rausfiltern. Ja. Ja gut, mit dem Kescher kann man es auch noch schnell machen. Okay, ich würde sagen, erfolgreich eingebaut, es tropft nichts mehr. Lassen wir so. Jetzt muss bloß das Wasser wieder durchgefiltert werden. Jo, Aquarium ist fast blind. Ist schon heftig staubig jetzt. Schaut euch das mal an. Aber das wird sich wieder legen. Das wird ja wieder durch den Filter eingesaugt. Und wird dann innerhalb, das war letztes Mal auch, das war innerhalb von 2-3 Stunden weg. Wir machen das ja nicht so oft. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir auch direkt einen neuen Satz Schläuche mit dazu bestellen. Ich habe in einem
in irgendeinem YouTube-Video habe ich gesehen, dass man, dass es sowieso schlau wäre, einen zweiten Satz Schläuche zu haben, weil dann kann man nämlich beim Filter sauber machen, so, wenn man sowas macht wie gerade eben, kann man auch gleich die Schläuche mittauschen und dann die alten Schläuche sauber machen, dann hat man immer ein sauberes Paar Schläuche liegen und dann passiert sowas gar nicht. Das wird auf jeden Fall eine Mission fürs nächste Mal. Werde ich mir bestellen, werde ich mir zusammenbauen. Macht Sinn. Jetzt weiß ich auch, warum die das gemacht haben. Macht schon Sinn. Und ich würde sagen, von diesem Video soll es das gewesen sein. Ich hoffe, dass der Silikatgehalt runtergeht. Ich werde es in 2 Tagen mal messen, wie der Silikatgehalt sich verhält, ob das niedriger geworden ist. Ich hoffe es. Es stand ja drin, 2 bis 4 Tage. Also so in 2, 3 Tagen werde ich es mal messen. Mal schauen. Und ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, auch wenn es ein bisschen chaotisch und nass heute war. Lasst ein Like da und schaut euch gerne die letzten Videos auch an. Ich bin damit raus. Bis zum nächsten Video, euer Crankit und tschüss.